Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Special Top Liste. Und zwar dieses Mal zu den 10 extremsten Glückseffekten. Und da gibt es wirklich heftige Karten, ne? Wir reden heute nicht über die besten Glückskarten. Das haben wir bereits gemacht bei einer Top Liste vor ein paar Wochen bzw. Monaten. Aber es geht mir heute um Effekte, die teilweise einfach eventuell bis zu 6 Karten ziehen können oder tausende Punkte Burn-Schaden machen können oder ganze Runden überspringen können. Es gibt da wirklich unfassbare Sachen teilweise. Das Ding ist halt nur, es sind Glückskarten, ne? Und einige davon, naja, bergen ein großes Risiko. Aber die heftigsten Effekte hier, die halt wirklich, wenn sie durchkommen, ganze Spiele entscheiden können, die wollte ich mal vorstellen. Und ich würde sagen, eine Top 10 habe ich so auch noch nie gemacht, ne? Die so wenig Wert legt quasi auf die reine Spielstärke. Wenn ihr weitere Ideen habt quasi für ähnliche Toplisten, wo es quasi um die reinen Extremfälle geht, dann schreibt das gerne in die Kommentare, eure Ideen. Und dann würde ich sagen, geht es damit quasi beim nächsten Mal weiter. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit Platz 10. Und die anderen Toplisten, die ich quasi schon angekündigt habe, werden auch bald kommen. Aber ich wollte halt einfach mal so ein paar Special-Toplisten einstreuen, weil ich ein paar coole Ideen hatte. Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mal. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards, an meinen Replay-Kanal oder mein Instagram. Und dann fangen wir jetzt an mit Platz 10. Und ich würde sagen, wir starten heute mit der Karte Blinde Auslöschung. Und diese Karte hier mag ich sehr, weil die ist quasi einfach eine Neuauflage von der Blinden Zerstörung. Und das ist halt einfach eine sehr, sehr klassische Gammel-Monster-Beatdown-Karte. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, ich liebe mein eigenes Spielformat. Aber okay, diese Karte hier ist ein bisschen besser. Die darf nämlich einfach so 2 Würfel werfen. Und dann sterben alle offenen Monster mit einer Stufe oder einem Rang niedriger als das Würfelergebnis der kombinierten Augenzahlen. Und das ist gar nicht mal so übel, ne? Wenn der Gegner beispielsweise ganz viele Stufe 5 Monster hat oder so, ist es sehr wahrscheinlich, dass hier dann quasi alle Monster sterben, die der Gegner hat. Und wenn man selbst beispielsweise ein hochstufiges Deck spielt, wie die Züge, dann ist es ja unwahrscheinlich, hier dann quasi eigene Monster zu verlieren. Das bedeutet, die Karte hier wird quasi zu einem Raigeki in der Runde des Gegners, wenn man etwas Glück hat. Ich will nicht sagen, dass diese Karte hier gut ist, ne? Das ist wie gesagt für die heutige Topliste vollkommen irrelevant, ausnahmsweise mal. Aber der Effekt hier ist schon ziemlich extrem, muss man sagen. Man muss aber leider auch dazu sagen, diese Karte ist tot gegen Link-Monster, weil die haben weder eine Stufe noch einen Rang. Und das ist schade, zumal die Karte rauskam am Beginn des Link-Formats, weswegen die Karte halt auch fair ist. Bisschen bitter eigentlich, aber ich denke, als Fun-Karte kann sich die Karte schon sehen lassen und für so eine Top-Liste hier ist der Effekt schon extrem genug, wie ich finde, weil so ein Raigeki für die gegnerische Runde, sowas habe ich selten gesehen. Doch als nächstes würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Karte Glücklicher Schlags und diese Karte hier ist die Nummer 7 von den XI-Monstern und die wird gebaut aus 3 Stufe 7 Monstern, hat 700-700 ursprünglich als Werte und man darf quasi, wenn sie beschworen wird, zweimal einen Würfel werfen und das höhere Ergebnis mal 700 bekommt diese Karte hier als Buff, also die Karte hier kann echt stark werden, wenn man Glück hat und tatsächlich kann man Bonuseffekte aktivieren, wenn das kombinierte Würfelergebnis quasi eine 7 ergibt. Also diese Karte hier dreht sich sehr stark um halt die Zahl 7, weil es so ein bisschen die Glückszahl ist. Also ist sie damit assoziiert, warum auch immer. Ich weiß nicht wieso. Aber die Effekte hier sind gar nicht mal so übel. Man kann nämlich entweder alle Karten auf dem Board auf den Friedhof legen, außer diese Karte hier. Oder man specialt ein Monster von der Hand oder vom Friedhof eines beliebigen Spielers. Das ist schon ziemlich krass. Oder man darf einfach so, naja, Graceful Charity aktivieren quasi. Also das sind schon sehr, sehr gute Effekte, die sehr, sehr extrem sind. Die Frage ist halt nur, ist das Spiel stark? Und da muss ich sagen, nein. Es gibt sowieso schon das Problem, dass wir halt einfach nicht so viele gute Stufe 7 Monster haben. Und 3 Stück rauszukriegen, ist nicht ganz so einfach. Und dann davon Glück abhängig zu sein, lohnt sich meistens überhaupt nicht, weswegen die Karte halt eigentlich gar nicht gespielt wird. Aber der Effekt ist schon krass eigentlich, ne? Wenn er durchkommt, kann es wirklich Spiele drehen, aber naja, das Glück muss man halt haben, ne? Doch als nächstes, Leute, kommen wir jetzt zu einer Münzwurfkarte. Und zwar die Karte Großer Jackpot. Und die ist eigentlich ganz cool, aber auch sehr, sehr riskant, ne? Man darf hier einfach eine Stufe auswählen von 1 bis 12. Also, das ist schon sehr außergewöhnlich. Und dann werden alle Monster, die ihr kontrolliert, zu dieser Stufe, wenn quasi beide Spieler eine Münze werfen und beide Münzen Kopf zeigen. Das ist schon sehr lucky, wenn das passiert, aber wenn es durchgeht, kann man hier auf jeden Fall sehr, sehr krasses Material erzeugen für heftige Overlays. Also Rang 10 Overlays sind schon praktisch, ne? Ich sag's mal so. Das Problem ist halt nur, wenn man einmal Kopf wirft und einmal Zahl, passiert gar nichts. Das heißt, diese Karte hier ist einfach tot und man geht minus 1. Verliert einfach diese Falle hier, bekommt keinen Reward. Und wenn beide Spieler Zahl werfen,
bekommt man extrem viel Burn-Schaden. Und zwar 500 Punkte mal der Stufe, die man ausgewählt hat. Das heißt, wenn man beispielsweise, naja, Rang 10 Monster bauen wollte, bekommt man durch diese Karte hier dann 5000 Burn-Schaden und das tut schon weh. Also, ich würde sagen, die Karte zu spielen ist nicht so clever, aber der Effekt ist schon ziemlich heftig, ne? Man kann ja theoretisch einfach mehrere Rang 10 Monster in einer Runde aufbauen, wenn man etwas Glück hat, aber wenn man Pech hat, stirbt man quasi instant, mehr oder weniger, fast komplett. Sehr, sehr heftig eigentlich, aber ich finde solche Karten hier sehr unterhaltsam. Also, wenn die aufgeht, ist es, denke ich, schon ein cooles Gefühl. Doch ganz ehrlich, ein noch besseres Gefühl, gibt die Karte Fiend Comedian und diese Karte hier ist mal wieder eine Fallenkarte mit einem ziemlich krassen Effekt. Und zwar darf man hier mal wieder eine Münze werfen und wenn man richtig geraten hat, muss der Gegner alle Karten aus seinem Friedhof verbannen. Was ja teilweise wirklich böse ist, ne? Wenn der Gegner beispielsweise wichtige Grave-Ressourcen hat und die alle gebanished werden, kann er daran einfach mal sofort das Spiel verlieren. Das ist schon möglich. Aber wenn man falsch raten sollte, darf man so viele Karten millen, wie der Gegner im Friedhof hat. Wenn der Gegner also beispielsweise 20 Karten im Grave hat, ist diese Karte hier mehr oder weniger Nachbarsgrasis grüner. Und das ist schon sehr, sehr heftig. Also, da kann man teilweise mal plus 5 gehen. Ich muss sagen, beide Effekte sind heftig, das Problem ist halt nur, du kannst dich entscheiden, was gerade ausgelöst wird, was diese Karte hier leider extrem luck-based macht und deswegen halt nicht relevant für die Meta oder so. Schade eigentlich, weil diese Karte hier könnte wirklich abgehen, wenn man konstant Glück haben würde. Aber gut, ich würde sagen, auf so eine Top-Liste hier muss die Karte auf jeden Fall, aber nicht auf höhere Plätze, ganz einfach deswegen, naja, weil man hier sehr stark abhängig ist vom Gegner. Das darf man hier auf gar keinen Fall vergessen, weil wenn der Gegner beispielsweise nur 4 Karten im Grave hat, passiert hier gar nichts. Wenn man diese Karte First Turn zieht, ist sie ziemlich tot. Aber ich denke trotzdem, dass diese Karte hier den Platz 7 noch verdient hat. Doch was eigentlich noch krasser ist, ist die wunderbare Karte Cup of Ace bzw. Pokal des Asses zu Deutsch und die kann wirklich abgehen, ne? Man wirft hier mal wieder eine Münze und bei Kopf darf man 2 Karten ziehen und bei Zahl zieht der Gegner 2 Karten. Warum nehme ich tatsächlich einen so simplen Effekt hier in diese Topliste auf, wo es quasi um extreme Effekte geht? Ganz einfach, diese Karte hier ist wirklich broken eigentlich. Weil wenn man diese Karte dreimal spielen sollte, in egal welchem Metadeck, und man hat Glück, ist diese Karte wirklich insane. Ich meine, diese Karte hier hat nicht mal einen Bounce per Turn. Wenn man diese Karte hier beispielsweise auf der Starthand haben sollte und zweimal Kopf wirft, da geht man einfach plus 2 insgesamt und hat quasi einfach so zweimal Top der Gear aktiviert, ohne irgendwelche Kosten. Das ist schon heftig. Und das macht diese Karte so interessant. Es gibt eigentlich keine andere Glückskarte, die halt wirklich, wenn sie durchgehen sollte, ein unfassbar mächtiger Universalstaple wäre. Ich meine, Top der Gear ist halt tatsächlich eine der krassesten Karten aller Zeiten, ne? Und deswegen ist Cup of Ace auf jeden Fall interessant. In jedem Glücksdeck ist diese Karte hier auf jeden Fall Staple. Wenn man Münzwürfe irgendwie manipulieren kann, ist diese Karte hier sowieso Staple. Und ich denke, die Karte hier sollte man schon erwähnen. Aber ich wollte diese Karte hier nicht auf Platz 5 oder so legen, weil die Karten, die jetzt noch kommen werden, ziehen einfach mal Minimum 3 Karten oder so oder eskalieren noch mehr. Und deswegen kann Cup of Ace hier mit diesem Plus 1 nicht ganz mithalten. Aber es ist schon krass, wie gut die Karte eigentlich ist, wenn man ein wenig Luck hat. Doch der Platz 5 geht heute an die Karte Lucky Punch und diese Karte hier ist mal wieder eine Fallenkarte. Ja Leute, wir haben heute sehr viele Fallenkarten. Und wenn der Gegner angreifen sollte, darf man diese Falle hier aktivieren und dann 3 Münzen werfen. Wenn man dreimal Kopf werfen sollte, zieht man 3 Karten, was wirklich insane ist. Und wenn man dreimal Zahl werfen sollte, naja, wird diese Karte hier einfach zerstört. Das Problem ist halt nur, wenn diese Karte hier zerstört werden sollte, während sie offen ist, bekommt man 6000 Schaden. Ohne Witz, also das ist fast Selbstmord. Und man muss sagen, wenn diese Karte hier beispielsweise einmal Kopf werfen sollte und zweimal Zahl oder zweimal Zahl und einmal Kopf, dann passiert gar nichts. Man muss wirklich dreimal genau das gleiche werfen. Das heißt, die Chance, dass man hier wirklich mal 3 Karten ziehen wird, ist extrem gering. Und es ist schon extrem riskant. Also ich denke, das hier ist so ein Effekt, der ist unfassbar extrem, aber auch komplett unspielbar. Klar, wenn man Glück hat, ne? Dann wäre diese Karte ganz okay. Das Ding ist halt nur, der Gegner wird diese Karte hier immer irgendwie schießen können. Zumindest über Nightmare Phoenix oder so. Und dann bekommst du immer safe 6000 Schaden, die du einfach nicht wegargumentieren kannst, ja? Die wirst du nicht wegkriegen, auch wenn du Glück hast. Und es ist halt leider fast schon der Kill. Ich würde sagen, von der Karte hier kann ich nur abraten. Aber der Effekt ist schon krass. Aber die nächste Karte ist jetzt mal wieder ein Monster.
Und auch diese Karte hier kann tatsächlich euch 6000 Life Points kosten, wenn ihr Pech habt. Und zwar die Karte Würfelkrug und die ist wirklich insane. Das ist ein Flip-Monster, das quasi dafür sorgen kann, dass beide Spieler einen sechsseitigen Würfel werfen. Und dann bekommt quasi der Spieler Schaden, der halt einfach, naja, die niedrigere Augenzahl geworfen hat. Und der bekommt dann quasi 500 Schaden mal der Augenzahl des Gegners. Wenn ihr also beispielsweise eine 5 würfelt und der Gegner hat eine 2, bekommt der Gegner 2500 Schaden, was schon eine ganze Menge ist. Aber wenn ein Spieler eine 6 würfeln sollte, bekommt der andere Spieler 6000 Schaden. Ohne Witz, also es ist halt komplett RNG, aber auch komplett broken. Damit kann man teilweise halt FDKs machen gefühlt, ne, wenn man Glück hat. Es ist schon ziemlich krass. Und wenn beide Spieler quasi einfach dasselbe werfen, wird nochmal geworfen. Ich denke, der Dice Jar ist eine Karte, die man hier auf jeden Fall erwähnen sollte, weil die entscheidet einfach sofort eventuell das gesamte Spiel. Aber dadurch, dass diese Karte hier manchmal einfach, naja, nur 1500 Schaden oder so macht, will ich die Karte jetzt nicht zu krass bewerten. Es gibt schon noch heftigere Effekte. Aber es ist schon irgendwie lustig, ne? Wie viel Burn-Schaden hier teilweise mit einer Karte möglich ist, wenn man ein wenig Glück hat. Doch ganz ehrlich, noch krasser ist halt einfach die Welt, ne? Von Arcana Macht und diese Karte hier ist wirklich so lächerlich. Wenn ihr beschworen wird, darf man einfach so eine Münze werfen. Und wenn man Kopf werfen sollte, darf man in der Endphase zwei Monster wegtributen, um die gesamte gegnerische Runde zu überspringen. Das meine ich ernst, ne? Diese Karte ist so broken eigentlich, dass es teilweise Fundecks um sie gibt, außerhalb von ihrem eigenen Deckthema. Obwohl die Karte logischerweise halt nicht so relevant ist, weil sie halt einfach zwei Tribute kostet, vom Glück abhängig ist und dann noch mehr Ressourcen kostet, ne? Die ist jetzt nicht Meta oder so, aber wenn der Effekt durchgehen sollte, hat man sofort gewonnen. Wenn man zweimal nacheinander dran ist, ist der OTK quasi geschenkt und das in jeder Situation, also das kann man leider nicht anders sagen. Ich würde sagen, Turnskip-Effekte gibt es so gut wie gar nicht im Spiel. Das ist wirklich schon sehr, sehr heftig, aber man braucht halt das Glück, diese Karte rauszubekommen, die ganzen Ressourcen zu haben und dann noch halt, naja, Kopf zu werfen. Denn wenn man eine Zahl werfen sollte, darf der Gegner einfach so nächste Runde plus 1 gehen und das wäre halt schon schade, ne? Zumal die Karte so teuer ist und man dann gar nichts bekommt. Es gibt aber auch eine Karte bei dem Thema, und zwar den Field Spell, der die Münzwürfe hier quasi beeinflussen kann. Von daher ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, den Effekt hier im eigenen Deckthema durchzubekommen. Und dann ist es gar nicht mehr so luck-based. Von daher, ich würde die Karte schon ganz solide bewerten. Ist schon ein heftiger Effekt eigentlich. Doch ganz ehrlich, was halt komplett lächerlich ist, ist die Karte Gamble, eine weitere Fallenkarte. Und wenn der Gegner 6 oder mehr Handkarten haben sollte und jetzt 2 oder weniger, dürft ihr die Karte aktivieren oder eine Münze werfen. Und bei Kopf zieht ihr so viele Karten, bis ihr 5 Karten in der Hand habt. Also ihr könnt hier bis zu 5 Karten ziehen, was schon sehr, sehr viel ist. Und dann geht ihr quasi plus 4. Aber wenn ihr Zahl werfen solltet, überspringt ihr einfach so eure nächste Runde und habt verloren zu 99%. Also das ist schon extrem drastisch, ne? Diese Schere quasi zwischen einem plus 4 und einem Instant Lose mit einem Münzwurf, das ist schon fast so extrem, wie es irgendwie möglich ist, ne? Das einzig noch krassere ist tatsächlich eine verbotene Karte, die wir so auch wahrscheinlich nie wieder zurückbekommen werden, weil die einfach komplett dumm ist, aber seht selbst. Und damit meine ich natürlich die Karte, sechster Sinn, und da frage ich mich wirklich, wer hat da nicht nachgedacht, also wirklich. Das ist reines RNG. Du darfst quasi einen Würfel werfen und vorher suchst du dir zwei Zahlen aus. Und wenn du die Zahl geworfen hast quasi, die du ausgesucht hast, darfst du so viele Karten ziehen. Und wenn nicht, darfst du so viele Karten millen, wie du halt ansonsten geworfen hast, ne? Wenn du beispielsweise sagst, okay, ich wähle 5 und 6 aus und du würfelst eine 6, dann darfst du 6 Karten ziehen, gehst also quasi plus 5. Und wenn du halt 5 und 6 auswählst und eine 4 würfelst, darfst du 4 Karten millen, was auch gut ist. Also wirklich, dann ist die Karte quasi immer noch fast so gut wie Nester Nadelkäfer. Man kann also beispielsweise einfach sagen, okay, ich wähle jetzt 1 und 2 aus, gehe mindestens neutral, ziehe solide Karten oder mill ganz viel. Oder ich übertreibe komplett und habe eventuell einen Insta-Win. Die Karte darf es so nie wieder geben. Die ist komplett dumm, die ist sogar spielstark, ja. Die ist nicht nur extrem, die ist auch noch unfassbar, ja, gut tatsächlich. Das Gamble lohnt sich hier sogar. Und das ist wohl eine der einzigen Karten im Spiel, wo das der Fall ist. Ich würde sagen, auf Platz 1 muss diese Karte hier auf jeden Fall, aber Gamble kam tatsächlich sehr nah dran. Von daher, es gibt schon sehr heftige Glückseffekte teilweise.
Doch ich würde sagen, das war's auch schon mit der heutigen Topliste. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ihr könnt mir gerne weitere Special-Toplisten schreiben, die ich mal behandeln soll. Und ihr könnt mir auch gerne eure Meinung schreiben zu den Karten, die ich heute genannt habe. Und da würde ich sagen, schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Sponsor Lottie Cards, bei meinem Replay-Kanal und bei meinem Instagram. Und die anderen Toplisten, die ich halt schon angekündigt habe, werden auch bald kommen, von daher seid geduldig. Aber ich wollte mal so ein paar Special-Toplisten einstreuen, weil ich ein paar coole Ideen hatte. Und ich würde sagen, so eine Gamble-Topliste mit sehr extremen Effekten war auf jeden Fall mal lustig. Vielleicht kann ich sowas auch mal machen quasi, zu ein paar anderen Effektkategorien, ne? Nicht unbedingt die besten Karten vorstellen, aber halt die krassesten, wenn sie durchkommen sollten. Weil es gibt schon ziemlich heftige Effekte in diesem Spiel, die aber leider nur selten das Board betreten. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.